So, einmal bitte auf Zuckermusik im Hintergrund. Langsamster Aufzug ever. Okay, huch. Ah ja, daran erinnere ich mich auch. Huch. Hast du dich verlaufen, Menschenkind? Oh, du kannst sprechen. Das ist, weil ich normalerweise ruhig bin. Nicht viele Leute wissen, dass Monde und Planeten sprechen. Ich habe dich mit dem Drachen ankommen sehen und dachte direkt, dass ich dich nach Hilfe fragen sollte. Genau. Mich? Natürlich, Herr Mond. Was brauchst du denn? Du hast vielleicht schon gemerkt, dass einer eurer Satelliten, ja, in meinem Auge gelandet ist. Wenn du mich vor den Blicken der Menschen versteckst, könnte ich dieses Stück Metall entfernen. Aber wieso willst du das denn nicht so vor den Augen aller entfernen? Hast du etwa etwas zu verheimlichen? Herr Mond? Ich versuche dir zu helfen, Herr Mond. Natürlich. So, ich erinnere mich, ich musste, hier. Heute. Du sollst heulen. Genau. Wein. Wein. So. Jetzt habe ich einmal mit Mond drehen. Ich weiß nicht mehr, was das mir bringt, aber irgendwas bringt mir das. Was ist das? Eine Feuerstelle ist warm, da brennt nichts. Aha! So, jetzt muss ich denken. So. So. Bringt das was? Eventuell. Huch. So. Und dann. So sollte es eigentlich gehen. Hallöchen. Ach, Musei. Hi, hi. Der Gönner, genau. Bekannt als der Gönner. Wieso geht denn das jetzt hier daneben? Mensch. Huch, Nebel, du gehst in die falsche Richtung. Jetzt vielleicht? Aha, so könnte es was werden. Kann ich das hier irgendwie wegmachen? Ich brauche das nicht. Oh weh. Langsam, langsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Erstmal aufs Auge. Kann ich das irgendwie verschnellern, den Prozess vielleicht? Huch! Nein, da war ich zu gierig. Zurück, zurück. So. Geh noch einmal? Ja. Kann ich das nicht irgendwie besser hinkriegen? Das dauert ja eine Ewigkeit hier, wenn er nur so vereinzelt. Das habe ich, glaube ich, letztens. Okay. Danke für den Skip-Effekt. Ah, wie glücklich er ist. Schaut mal, wie glücklich er ist. I'm a Midnight Rambler. Ich kann nicht so lesen, wenn das so klein gedruckt ist. So, er ist glücklich. Welch eine Erleichterung. Danke dir. Das hast du gut gemacht. Weißt du, wohin du als nächstes gehen möchtest? Vielleicht sollte ich dir im Gegenzug helfen. Ja, das wäre nice. ich weiß es noch nicht, Herr Mond. Ich bin auf meinen Drachen geflogen und dachte darüber nach, wie ich meiner Mama helfen kann. Vielleicht weißt du, wo ich anfangen kann? Du bist nicht die Erste, die in Träumen verloren geht, aber du scheinst einen guten Grund zu haben. Ich kenne einen Planeten, wo du einen Traumdeuter finden kannst. Gerüchte sagen, dass er in einen ewigen Schlummer verfallen ist. Ich bin sicher, dass du dort eine Antwort findest. Ich bringe dich hin, wenn du willst. Ui, eine Mondfahrt, die ist lustig. Nintendo Videospielomik. Macht Sinn, dann bin ich Kiki. Ja, genau, Videospiel-Logik. Das wäre wundervoll. Wir machen eine Fahrt auf den Mond. Hoffe ich. Oder wieso verschwindet er? Achso. Hui! Aufzugmusik, please. Ja, das stimmt. Videospiele sind.
logisch. Aber gut, das ist tatsächlich irgendwo logisch mit dem Mond, weil wir träumen ja. Das ist ja ein Traum, wir träumen ja. Ja klar geht das, natürlich. Hier müssen wir uns trennen. Du bist kurz bevor, den Traumdeuter zu treffen. Lebe wohl, Herr Mond. Ich werde am Nachthimmel nach dir sehen. Ich gebe dir noch einen letzten Rat. Suche einen magischen Brunnen. Der Legende nach können diese Brunnen Wünsche erfüllen. Lebe wohl, Lucy. Ich hoffe, das Schicksal wird dir gnädig sein. Möge die Macht mit dir sein. Okay. Genau, da hat mich ja hierher teleportiert. Habe ich auch schon total vergessen. So, achso, hier ist was. Huch, was für ein seltsamer Busch. Die Augen dieser Fische flackern. Stimmt, ich erinnere mich. Moment. Nee, warte mal. So? Nee? Hä? So? Achso, so vielleicht? So? Oder vielleicht so? Ah! Ich habe es geschafft. Einer der Fische ist vom Baum gefallen. Sehr schön. Ich hab einen Goldfisch. Yeah, ich habe ein Haustier. Etwas fehlt. Okay. Das ist ein Wunschbrunnen, aber er scheint leer zu sein. Rabe. Huch. Schreck mich doch nicht so. Mensch. Wir sehen uns wieder. Willst du mich vor etwas warnen oder verstehe ich das falsch? Diese Traube schmeckt toll. Traubefisch. Okay. Was ist denn das für ein Viech? Wieso passiert hier nichts? Ich würde gerne. Okay. Hab doch keine Angst vor mir. Mensch. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Einer der Ringe meines Traumfingers. Stimmt. Vor einem Moment hing dieser Traumfinger noch in meinem Zimmer. Ich glaube, du bist hungrig. Hungrig? Ich habe eine Traube. Das scheint nicht die beste Idee zu sein. Ich habe einen Zweig. Mochtest du es? Jetzt habe ich einen Speer. Kann ich das irgendwie kombinieren? Ich habe es versucht. Ich rede mal mit dir. Hi. Das könnte der Traumdeuter sein, der den Herr Mond erwähnte. Aber er scheint zu schlafen. Okay, was ist das hier unten? Das ist ein Stab. Aha, ich klaue einfach mal in den Griff. Okay, alles klar. Was ist das? Auf solchen Feldern haben wir mit Mama Erdbeeren gepflanzt. Ich bin eine Traube. Ah, sieht das schön aus. Eine Weinrebe. Es sieht aus wie die in den Märchen. Ja, das stimmt allerdings. So, hier fehlte was. Griff? Speer? Was ist das? Und was fehlt? Griff? Aha. Hey, es funktioniert. Ich höre Wasser. Ja, ich höre auch Wasser, aber ich habe keinen Eimer. Jetzt ist Wasser da, aber es fehlt immer noch etwas. Ich habe keinen Eimer. Wir nehmen den Fisch rein. Huch. Liebe Fisch. Huch. Jetzt ist es ein Stern geworden. Okay. Okay. Hey, meine Wünsche. Ich muss sie irgendwie greifen. Huch. Aha, Stock mit Schnur. Ja, du sollst es da rein. Mädel. Ich würde aber gerne danach greifen. Ich möchte nach meinen Wünschen greifen. Hä? Damit ist irgendwas, aber damit kann ich nichts anfangen. Ach, jetzt plötzlich? Als ob. Nachdem ich das 100. Mal da drum rumgemacht habe. Ein Steinobelisk. Er ist so kalt. Uff. Ich habe eine Meisel. Na, endlich. So, please. Na, ah, Fischnetz. So. Zack, boom. Okay, wir gehen mal runter. Komm. Put. Und Stern. Yay. Und hoch. Ist aber blöd, dass ich auch nicht einfach nur ziehen kann, ne? Ich auch. Und mein Wunsch.
Herr Meister. Herr Meister. Herr Traumdeuter, bitte wachen Sie auf. Ich habe einen Wunsch. Es hat sich angehört, als würde ich einen Apfel essen. Ich bin froh, dass du dich nicht verlaufen hast. Du hast nicht mehr viel Zeit. Nicht viel Zeit? Was meinst du, Traumdeuter? Jede Träne deiner Mutter bringt sie ihren Tod näher. Ihre Gedanken sind mit Dunkelheit gefüllt, die sie nicht bekämpfen kann. Das erinnert mich an das. Wenn du keinen Weg findest, sie zu heilen, wird sie bald nur noch eine Erinnerung sein. Bam, bam, bam. Das erinnert mich so ein bisschen an Prinzessin der Finsternis. Mama geht es schlechter und schlechter, aber ich wusste nicht, dass sie solche Schmerzen hat. Woher weißt du das alles? Deine Mutter hat mir ihre Geheimnisse erzählt. Eins, zwei, drei. Während sie schlief, eine schwere Aufgabe erwartet dich, Lucy. Sag mir, Traumdeuter, was soll ich tun? Ich würde alles tun, um Mama zu retten. Sie ist alles, was ich noch habe. Oh. Im fernen Land Metatron gibt es einen verlorenen Geist. Er ist der Grund, warum deine Mutter leidet. Ich helfe dir, dorthin zu kommen, aber ich bin schwach. Aha. Unterschreibe diesen Vertrag und lasse mich die Kraft deiner Seele nutzen. Das wird mir erlauben, dich im nächsten Traum zu wecken. Okay. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich unterschreibe den Vertrag. Das, ja. Hat sie nicht wirklich drüber nachgedacht, ne? So, wir machen einmal den Vertrag hier hin. Was? Wieso nicht? Vertrag? Dann eben nicht. Die Feder ist trocken. Die Feder ist trocken. Ich glaube fast, die Pizza wird kalt. Und die Pizza wird kalt. Oh, die Pizza wird kalt. Ich verstehe nicht mehr, was da drauf steht. Und sogar noch mit dem Siegel. Hallo. Lucy. Oh, ich dachte, das fing gleich an zu leuchten oder so. Schade. Oder ich hatte das so in Erinnerung. Ah, sie schläft so friedlich. Vor einem Moment schüttelte sie sich noch und das Kissen war voller Tränen. Oh nein. Guck mal, Mama. Macht sich Sorgen um uns. Es gibt kein Entkommen von diesen Albträumen. Ich fühle mich schrecklich, sie so leiden zu sehen. Ich weiß, dass sie sich um mich sorgt. Wir müssen handeln und diese neue Situation akzeptieren. Sie scheint mehr und mehr abwesend zu sein. Ich würde gerne glauben, dass alles gut wird. Ich werde sie sanft wecken. Es ist Zeit zu gehen. Lucy, mein Liebes, wach auf. Es ist Zeit zu gehen. Doch Lucy wachte nicht auf. Oh, und das ist neu. Hier war ich nämlich noch nicht. Hier endete nämlich die Demo. War der Traumdeuter nur ein Traum? Mama sieht noch trauriger aus. Vielleicht kann ich sie aufheitern. Ist da etwa unser Papa? Hallo, kleiner Engel. Du schaust dir den ganzen Tag diese traurigen Leute an. Also so klein finde ich den jetzt nicht. Mama hat eine Kerze mitgebracht. Es ist wie ein Traum. Was fehlt, ist diese Kreatur. Eine Rose. Welch eine wunderschöne Blume. Das ganze Grab ist von Unkraut bedeckt. Ich glaube nicht, dass es jemand besucht. Hier ist niemand begraben. Oder sie haben vergessen, den Namen drauf zu schreiben. Oh, wie traurig. Hier ist niemand begraben. Also. Hallo, Papa. Oh nein. Vermisst du uns, Mama? Und ich denke mir immer an dich. Mama? Ich vermisse ihn auch so sehr. Süßes, du musstest so schnell erwachsen werden. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gesprochen haben. Oh nein. Keine Sorge, Mama. Er würde dich lieber lächeln sehen. Sprich mit ihm. Er vermisst dich sicher, wo immer er ist. Ich kann mich an deine Hände erinnern und als ich sie das letzte Mal berührt habe. Oh nein. Rose. Schau dir diese schöne Blume an, Papa. Bis bald, Papa. Ich werde an dich denken. Och, nö. Nö. Huch. Aha, Musik. Mama ist nach den Friedhofsbesuchen immer trauriger. Ach, sie ist wieder allein in der Küche. Der Traumdeuter hat gesagt, sie hat nicht mehr lang. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Okay. Huch. Wer hat Mamas Spiegel zerbrochen? Ich muss etwas damit machen. Aber was?